So, wir haben hier ein schönes Thema und zwar Arthrose. Arthrose ist eine sehr, sehr böse Sache, würde ich mal sagen. Viele Menschen leiden darunter. Ich habe die letzten Monate auch ein bisschen verstärkt darunter gelitten. Oder sagen wir mal das gute halbe Jahr. Und ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Nur um einmal zu erfahren, als Gesundheitspraktiker ist natürlich die Selbsterfahrung die beste Schule, die wir bekommen können. Und meine Erfahrungen gebe ich natürlich jederzeit gerne weiter. Somit auch jetzt hier in diesem Video. So, meine Erfahrung war, ich hatte am Anfang des Jahres ganz, 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 ganz heftig mit meinen Knien zu tun gehabt, dass ich sogar ein dickes Knie hatte. Ich hatte ganz heftig damit zu tun. Ich bin 2 Wochen auf Krücken gelaufen, hatte eine sehr, sehr starke Muskelschwund erleben müssen. Ist zum Glück wieder alles aufgebaut. Ich habe wieder die Stärke in den Beinen drin. Nur halt, wenn der Muskelabbau ist, wird die Arthrose schlimmer, weil ich ja dann auch gar nicht so gut gehen kann. So. Was habe ich unternommen? Ich habe zum Beispiel MSM genommen. MSM ist organischer Schwefel. Das war im ersten Moment ein super gutes Mittel. Es hat mir sehr schnell den Schmerz genommen, weil es ist eigentlich das natürlichste und beste Schmerzmittel, was wir überhaupt haben. Schmerzmittel ist eigentlich ein blödes Wort, weil Schmerzmittel, es vermittelt den Schmerz. Quatsch. Es nimmt den Schmerz natürlich. Und ich hatte wirklich ganz schnell, innerhalb von 2, 3 Tagen hatte ich keine Probleme mehr mit den Knien, in Anführungsstrichen. Dann kam erst, dass ich halt merkte, der Muskelschwund sucht auch sein Tribut und hatte halt gemerkt, Treppensteigen ging zwar leichter, allerdings die Schmerzen waren nicht ganz weg. So, was ist das Nächste, was man da macht, beziehungsweise warum haben wir überhaupt die Schmerzen in den Knien? Warum haben wir diese arthritischen Schmerzen? Arthritis ist ja die Entzündung. Die lag bei mir zum Glück nicht vor. Ich hatte nur eine Gelenkschwellung gehabt, eine Reizung insgesamt. Ich würde es nicht unbedingt als Arthritis bezeichnen. Es war nur eine wetterbedingte Reizung da. Und da hatte ich es halt. Gut. Arthrose, eine Fehldeutung oder Fehlinterpretation der Mediziner. Die sagen Knorpelabrieb und Pipapo. Und in Wirklichkeit ist es nichts anderes, als wir Menschen gehen über die Ferse. Wer über die Ferse geht, geht über das Knochenskelett. Knochenskelett heißt, in dem Moment, wo ich mit der Ferse auftrete, geht von der Ferse der Stoß über das gesamte Knochenskelett bis hoch in den Kopf hinein. Ferse, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, die gesamte Wirbelsäule hoch, Kopf, bang. Das ist natürlich heftig. Ständig, ständig, ständig auf der Ferse, der Schlag erzeugt die Schallwelle bis in den Kopf hinein. Was kann ich dagegen tun? Klarer Fall, Vorfuß gehen. Vorfuß gehen heißt nicht auf der Ferse. Nur höchstens 20% auf die Ferse, 80% oder 100% auf dem Vorfuß. Wenn wir auf dem Vorfuß sind, springt der Extensionsreflex an. Extensionsreflex ist die Streckung. Das heißt, unsere Gelenke werden minimal auseinandergezogen. Und dadurch ist der Gelenkspalt größer. Ist der Gelenkspalt größer, dann ist ein Nahrungsaustausch im Gelenk vorhanden. Denn zum Beispiel in den Gelenken selber ist nur Gelenkschmiere, Gelenkflüssigkeit. Und diese Flüssigkeit, die wird ausgetauscht. Es wird neue hinzugefügt über die Blutgefäße und abgenommen. Abfallstoffe
Schlackestoffe und so weiter, Abrieb wird alles abgebaut, wenn es geht. Wenn wir den Spalt natürlich so eng wie möglich haben, ist der Austausch gen Null. Und wenn wir den Spalt erhöhen, vergrößern, ist natürlich mehr Gelenkflüssigkeit im Gelenkspalt. Und je mehr Gelenkflüssigkeit drin ist, zum einen rotiert das Kniegelenk zum Beispiel oder die Wirbelsäule viel lockerer, viel leichter. Und zum Zweiten ist der Austausch im Gelenk viel besser gewährleistet als im gepressten Zustand. Ist ja logisch. So, jetzt ist aber nicht nur das Fersengehen, wo wir auf den Gelenken gepresst sind, sondern da kommt noch eine andere Sache hinzu. Das ist unsere Muskulatur. Wenn wir in den Oberschenkelmuskeln, vordere Seite, innere Seite, seitliche Seite, Rückseite weniger, verspannt sind, eigentlich mehr links und rechts, dann zieht es das Kniegelenk auch noch mal zusammen. Ich zeige mal ganz kurz hier wieder, ich habe ja immer so schöne anatomische Bilder aus meinem super, super, super Anatomiebuch. Und hier kann man sehen, die Muskulatur, Kniegelenk, also das ist ja Kniescheibe, klarer Fall, aber darunter ist das Kniegelenk und man sieht die Bänder. Und wenn die Muskulatur links und rechts zum Beispiel im Oberschenkelbereich verspannt ist, verklebte Faszien, dann wird das Kniegelenk zusammengezogen. Durch das Zusammenziehen, ich habe ein anderes Video, wo ich das Thema vergalkte Schulter behandle. Da ist genau das Gleiche. Durch die Muskulatur wird der Gelenkspalt verengt. Und ist der Gelenkspalt verengt, dann treten Schmerzen auf. So. Wie kriege ich das jetzt mit einfachen Mitteln, Beine, wieder flott, dass ich meine Schmerzen in die Knie wegbekomme? Dehnung. Was für eine Art Dehnung? Ja, da haben wir zum Beispiel, dass wir den Schneidersitz üben. Schneidersitz üben, das Bein zur Seite und hier wird die Muskulatur gedehnt. Dadurch wird der Gelenkspalt weiter. Der Meniskus kann wieder frei sein, rutscht nicht raus, wird nicht gedrückt, Schmerzen weg. Innen das Gleiche, nur in die andere Richtung. Eine Dehnung und die seitliche Muskulatur wird gedehnt. Das Gleiche können wir natürlich auch im Liegen machen. Da wird das Bein dann zur Seite genommen. Und so weit wie möglich runter und ganz locker lassen. Ganz locker lassen, dann kann die Muskulatur hier im Innenschenkelbereich, vor allen Dingen ganz oben an der Hüfte, kann gedehnt werden. Und somit gehen wir aus dem Schmerz heraus. Und hier die andere Seite auch wieder nach innen und nach außen. Und wer möchte, der geht natürlich so oft wie möglich in einen Schneidersitz hinein. Dann haben die Kniegelenke immer genügend Spiel, werden nicht zusammengezogen und wenn wir das haben, haben wir keine Schmerzen mehr. Das ist eigentlich so simpel, so simpel. Wir brauchen keine Schmerzmittel, wir brauchen gar nichts, wir brauchen nur mehr Bewegung. Mehr Bewegung, mehr Dehnung vor allen Dingen. Dehnung ist A und O. Für uns, denn wenn wir nicht gedehnt sind, verkleben die Faszien, ist der Spielraum weg von den Muskeln und wenn der Spielraum von den Muskeln weggenommen ist, dann fangen die Schmerzen überall an und zeigen uns, dass wir eigentlich nur faule Söcke sind. Ja, viel Spaß beim Üben. Experimentiert hier mit diesen Sachen aus, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Zwischendurch, wann wir es können, wo wir uns mal hinsetzen, wo wir uns
hinlegen, Sofa, Feierabend. Nicht nur einfach die Beine lang machen, nein, schön zur Seite nehmen, schön in den Schneidersitz gehen und ein klein wenig ganz locker wippen. Nicht übertreiben, damit wir keine Muskelfaserrisse bekommen. Ganz locker, bis in den leichten Schmerz hinein. Dann vielleicht mal ein klein wenig runterdrücken. Ein gutes Mittel ist auch, ich gehe zum Beispiel hin und drücke jetzt hier leicht runter. Jetzt spanne ich die Muskulatur an und versuche die Knie hochzuheben und spanne sie an, ganz, 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 ganz kräftig und lasse plötzlich ganz locker und dann habe ich noch ein bisschen mehr Spiel. Wieder anspannen, mit den Armen drücke ich jetzt meine Knie runter, anspannen, ganz kräftig anspannen und wieder locker lassen. Und somit dehnen sich die Muskeln auch. Und wir können noch tiefer runtergehen. Ja, und vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Knoten in die Beine rein. Wer weiß. Aber die Lösung für den Knoten zu lösen, den müsst ihr selber finden. Also, auf gute Besserung, gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao.